Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in unserem Lager. So, wir basteln jetzt hier ein bisschen. Bauen ganz viele Shopper und verteilen die dann überall. Ach, wisst ihr was? Ihr seid so am Ende. Wir entlassen euch mal vom Unterricht. Ich glaube nämlich, dass die, wenn die nicht mehr mit uns zusammen sind, dass die dann das schaffen und sich selber ernähren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehnmal draufhauen. Und mit dem Stein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehnmal draufhauen. Okay, der Stein kann das gleich, ja. Mit dem hier. Eins und zwei und drei und vier und fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehnmal. Tja, hat zwar nicht so viel gebracht, aber hat ein bisschen was gebracht. Und mit dem Rubin einmal, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehnmal. Naja, das geht auch nicht besser. Und der Meteorit. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Obsidian haben wir jetzt leider nicht hier. Ach, den haben sie auch schon halb auseinandergenommen. Kommt alle her! Ich hab was zu essen gefunden! Zu laut, ja? Das Meer ist zu laut, die hören nicht. Oh nein, ich wollte von hier oben rufen. Alle haben nicht gehört. Die Alten, ein paar Alte sind schon ein bisschen schwerhöriger. Ja.
Na, jetzt haben sie auch gehört. Da kommt die ganze Bande. Okay, dann macht mir nach. Lass das fallen. Was ihr in der anderen Hand haltet, nehmt es in die andere Hand. Und lasst es fallen. Genau. Ist das denn noch gut? Ja. Und essen. Keine Angst vor den Ottern. Die brechen nur die Knochen. Mehr machen die nicht. Irgendwer hat immer noch seinen Knochen. Egal. Okay, dann lernen wir gleich noch was Neues. Das Meer ist ein riesen Müllhaufen. Da können wir unseren Müll reinwerfen. Vielleicht treffen wir einen Otter damit. Nö, so weit können wir noch nicht. Wo ist unser Werkzeug? Darunter gekullert? Ihr sitzt jetzt so nah dran, Mann! Du machst mich ganz Kolona. Geh mal da weg! Warum können wir da nichts mehr rausholen? Was ist denn mit dem Knochen und so? Oh oh, jetzt wissen wir nicht mehr, wer Garf ist. Egal, finden wir schon. Weil er so halb verwest war, kriegen wir jetzt keinen Knochen daraus. Da müssen wir warten, bis der ganz verwest ist wahrscheinlich. Könnt ihr euch das nicht holen? Egal, mitkommen. Eier essen. Wir wenden das Zeug nicht richtig an, glaube ich. Dann tragen wir das eben jetzt alle mit. Hat jeder ein Ei? Dann nehmen wir das jetzt alle mit. Zum Camp, da haben wir unsere Werkzeuge. Hat denn niemand Obsidian zufällig mitgebracht? Nein. Warum haben wir keine Obsidian im Camp? Sonst haben wir doch immer alles im Camp. Oh.
Wenn ihr da hinten im Gebüsch steht, dann sehe ich doch nicht, wo ihr das fallen lasst. Da muss ich das doch immer mühselig raussuchen aus dem Gebüsch. Ach egal, macht mir nach. Und jetzt geht's erstmal zum Wasser. Scheinbar habt ihr alle Durst. Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Hunger? Wo ist das Ei? Ach ja, jetzt, wenn ihr das einmal fallen gelassen habt, dann nehmt ihr das nicht mehr. Egal. Wir brauchen ja auch nur ein Ei. Also nicht. Schmierglas vielleicht? Vielleicht können wir da ein Spiegelei draus machen. Auch nicht. Ach, dann weiß ich auch nicht. Dann esse ich das eben so. Essen das sofort. So, alle vergiftet. Alles Mögliche liegt hier rum. Wir müssen den Ort bald verlassen, wenn das so weitergeht mit euch. Trinken, dann geht's im Magen auch wieder besser. Oh, die meisten Tiere aus unseren Träumen, die kennen wir schon, aber das Nashorn haben wir noch nie gesehen. Nahrung ist schon wieder runtergegangen, Wasser, Schlaf, ist alles gelb, gut. Oh,
Grün ist eigentlich gut, aber Kondition ist gelb. Wird durch die Intensität deiner Aktionen gemindert. Kann durch Essen, Trinken, Schlaf über einen Zeitraum von 24 Stunden wieder aufgefüllt werden. Wird durch die Lebenserweiterung begrenzt. Also, ja. Was war das mit der Energie? Wird durch deine Aktionen gemindert, füllt sich automatisch wieder auf, ist durch das Konditionslevel begrenzt hierdurch. Aha. Und Lebenserwartung wird durch Vergiftungen, Verletzungen und Erschöpfung gemindert, erhöht sich beim Wechsel der Spezies. Wird durch das Alter des Avatars begrenzt. Aha, und die globale Vitalität gucken wir uns auch noch an, wo wir jetzt einmal dabei sind. Wird nach dem Schlaf von einer Stunde oder mehr aktualisiert. Hängt von einem gesunden Lebenswandel ab. Aha. Okay, dann wissen wir Bescheid. 24 Stunden hält das. Also man braucht nur morgens einmal was zu essen, sich satt zu essen und dann läuft das schon den ganzen Tag. Das finde ich gut. Ja, die haben ja alle ihre Sachen jetzt hier gelassen, damit sie die Hände frei haben. Kommt ja gar nicht nach. Nee, die haben schon Panik vor uns. Nein, doch nicht. Also wenn wir alleine sind, dann kann man die nicht so verscheuchen. Nur wenn andere noch dabei sind. Das lief jetzt aber gar nicht gut für uns. Vielleicht, weil wir schon verletzt waren. Gut, dass das keiner mitbekommen hat, ja? Kein Fleisch für uns heute.
Verkehr. Was soll ich denn machen? Ich lass los, dann macht er nichts. Das dauert ewig, bis wir da unseren Knochen geheilt haben jetzt. Ich drehe mich in die Richtung, in seine Richtung, um anzugreifen mit dem Knochen. Der ist ja auch in der rechten Hand bei uns. Aber das hilft auch nicht. Manchmal. Also, vielleicht kann man Otter mit dem Knochen nicht hauen. Doch, haben wir doch einmal. Da haben wir doch gerade sogar Punkte dafür bekommen. Schutzschild machen. Wieder nix. Ja, wir haben unseren Glücksstein ja auch nicht dabei. Das geht gut jetzt mit dem Stock. Keine Chance mehr. Drei Stück haben wir früher immer gebraucht. Ja, ich weiß nicht, warum der mit dem Knochen da nicht draufhauen will. Das haben wir schon fast ganz aufgekriegt. Na, jetzt hauen sie doch ab. Okay, die haben das gelernt. Sonst greifen sie manchmal an. Ja,
wir holen unsere Kumpels zum Essen. Alle herkommen, essen. Es ist angerichtet am Strand. Hat sich keiner ein Stück Fleisch genommen? Wieder ungünstig hier. Okay. Gebt den Alten auch was, die nicht mehr so greifen können wie hier. Ihr esst ja gar nichts. Ihr müsst essen, damit ihr groß und stark werdet. Und aufrecht gehen könnt und Gehirn ausbildet und so. Ich glaube, die essen erst, wenn wir fertig sind. Wir müssen öfter riechen. Ich sag's jedes Mal wieder. Na gut, am nächsten Tag jagen wir weiter und was wir da so machen. Vielleicht gehen wir aber auch mal ein Stück den Strand runter. So in die Richtung Schwarze Mamba, da wo die Basaltdinger waren. Dann kann sich unser Lager hier ein bisschen erholen in der Zeit. Ja, diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Bleibt gesund und munter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.